Ja, moinsen liebe EOAMI und herzlich willkommen. Heute mal zu einem kleinen Tutorial bzw. Auffrischung des Tutorials. Das alte habe ich ja mal gelöscht. Und zwar geht es dieses Mal darum, ja, es geht um SpätV und es geht auch um die Spedition von CCSW. Ich hau hier jetzt mal ganz kurz das Intro rein, bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Ja, ihr wisst ja, also Leute, die mich regelmäßig verfolgen, die wissen, dass ich ja zwei Videos oben hatte. Einmal dieses mit diesem Alarmierungssystem da, was wir eigentlich gedacht haben, was wir mal machen wollten. Allerdings haben wir das dann nicht gemacht. Und da hatte ich auch mal ein altes SpätV-Tutorial gemacht gehabt. Allerdings habe ich die, wie schon gesagt, beide gelöscht. So, zum einen ersten, was braucht ihr erst einmal? Ihr müsst euch natürlich hier auf SpätV hier auf der Webseite. Einfach über Google SpätV eingeben, dann findet ihr normalerweise auch die Seite hier. Müsst ihr hier auf Nutzerverwaltung und dann auf Client Keys. Dann müsst ihr euch mit eurem Steam-Account einloggen, das habe ich jetzt schon gemacht. Und dann ladet ihr euch hier mal diese Datei runter. Dieses SpätV mit der Wolke da, das ladet ihr euch runter. Wenn ihr das dann installiert habt und es dann startet, verlangt an den Client Key, das ist natürlich jetzt bei mir, ich habe den Client Key ja bereits auf meinem anderen Account. Normalerweise klickt ihr dann hier drauf und dann kriegt ihr hier so einen Key hier und dann könnt ihr den normalerweise kopieren und dann in euer SpätV einfügen. Ich glaube einfach draufklicken oder so, keine Ahnung, wie das war, oder ich glaube, war das Klicken? Ah, genau, da klicken, draufklicken halt und dann habt ihr hier den, dann könnt ihr den einfach hier kopieren. Wie schon gesagt, ich brauche das nicht machen, weil ich habe jetzt hier extra nochmal schnell einen Account angelegt, einfach mal, um euch das mit SpätV zu zeigen. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr dann die Datei runtergeladen habt und den Key euch geholt habt, dann habt ihr dann bei der Installation so einen Ordner bekommen. Beziehungsweise wer es gemacht hat, also wer das Desktop-Icon machen lassen hat, der natürlich dann hier dieses Icon. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das jetzt einfach hier in den Ordner reingehauen. Zusätzlich wird euch natürlich hier dieses Telemetry installiert. Das ist, das schaut dann so aus für euch als Icon, sage ich jetzt mal. Wenn ihr das startet, dann habt ihr das hier unten mit drin. Steht ja dort und ist running. Das braucht ihr, weil das liest dann aus ETS die Daten raus. Ich kann es trotzdem mal ganz kurz öffnen, dann seht ihr mal, wie das ausschaut vom Interface her. Ah, ist running, muss ich mal hier drüber aufmachen. Ich hoffe, der macht das jetzt auf dem Bildschirm auf und nicht auf dem zweiten. Machen wir mal anders. So, na. Egal, close mal es einfach mal. Dann mache ich es einfach mal auf. So. Jetzt haben wir kurz ein Ladeding gehabt, also jetzt macht das auch auf. Hoffe ich zumindest. Ja, da haben wir es. Ihr kriegt wahrscheinlich als erstes, wenn ihr das aufmacht, kriegt ihr natürlich erst einmal. Moment, den Bildschirm hier. Weil ihr habt ja im Endeffekt habt ihr ja keins von den beiden installiert. Ihr müsst dann einfach hier Set Game Patch und dann müsst ihr halt den Ort suchen, wo das Spiel ist. Und dann auf Install oder meistens leuchtet das Install sogar schon auf. Klick installieren und wenn dann schon installiert, dann passt es. Und dann lasst ihr das einfach so, wie es ist. Ich habe ETS natürlich offen, deswegen steht jetzt dort ein Simulator not running. Ich glaube, wenn man das X hier, dann bleibt es sogar da unten in der Zeile. Genau, da bleibt es nicht. Okay. Also müsst ihr es einfach dann minimieren. Ja, wenn ihr das dann offen habt, das Telemetry, dann braucht ihr natürlich auch hier euer, wo haben wir es, SpätV. Dauert auch einen Moment, bis das aufgeht ein bisschen. Ihr wisst ja, dass man schnelle PC und dann kaputt ist. Jetzt mache ich mach das Video jetzt mit dem Ersatz-PC. Deswegen, ja, dauert ein bisschen, bis er lädt. So, da haben wir SpätV.
Wenn ihr es länger nicht mehr gestartet habt, dann kommt noch jetzt hier so ein großes Bild, sag ich mal, wo dann so ein Ladebalken durchläuft, wo dann die Sachen downloadet. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich hier abmelden kann. Ich hoffe es. Kann man sich irgendwo abmelden? User-Profil. Da kommen wir. Account löschen. Einstellungen vielleicht? Nein. Also man kann sich scheinbar nicht einmal ausloggen oder was? Na toll. Kann ich das jetzt nicht aus dem direkten aus der oder? Geht es hier? Nee. So, mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich mich da ausloggen kann. Ja, da haben wir jetzt das Problem, dass ich mich nicht ausloggen kann, aber im Normalfall könnt ihr euch da dann bewerben. Problem ist, das kann ich jetzt leider nicht machen, weil ich jetzt, oder wenn ich die Spätzone verlasse, na, dann ist meine ganze Statistik ruiniert. Das ist das Telemetry-Zeug. Ah, und jetzt spackt die Spätfahrer-Software wieder. Ja, da haben wir jetzt natürlich das Problem. Dass ich das jetzt nicht so machen kann, wie ich es gerne hätte. Deswegen kann ich jetzt halt wahrscheinlich nicht euch das direkt zeigen, wie es ist. Das war natürlich früher besser, weil früher konnte man das, konnte man eben dann eben einen zweiten Account erstellen und konnte mit einem zweiten Account dann auch der Spedi beitreten. Das geht jetzt scheinbar nicht. Da haben wir jetzt ein Problem. Ich versuche es jetzt trotzdem, ob ich das irgendwo hier hinkriege. Steam-Account, Authent-Code. Mit Telegram verbinden. Warum soll man das mit Telegram verbinden? Oh Mann. Spätzone verlassen, Account löschen. Ja, wie man sich bewirbt, das müsste halt dann wahrscheinlich bei einem anderen YouTuber schauen. Allerdings dürfte eigentlich relativ einfach sein, weil da müsst ihr euch einfach irgendwo so einen Bewerbungsbildschirm haben und dann bewirbt ihr euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel meine Spedition wollt, gebt einfach hier den Kurznamen ein. Und dann findet ihr normalerweise auch die Spedition. Und wenn ihr den über den Kurznamen nicht findet, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihr CCSW Logistik ausschreibt. Und dann könnt ihr euch hier direkt bei der Spedition bewerben. Wenn euch die Wartezeit jetzt so lange ist und ihr sagt, hör, ich habe mich da jetzt beworben, will jetzt am liebsten gleich direkt lostruckern, gibt es zwei Möglichkeiten. Also die beste Möglichkeit wäre, was ihr machen könnt, ihr kommt auf unseren Teamspeak, da zeige ich euch mal kurz die IP. Da, hier, Teamspeak, also ts.cc-sw.de. Findet ihr auch auf unserer Homepage, die ich euch dann auch mal unten wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse, in die Infobox verlinke. Ihr spawnt natürlich dann hier als erstes und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht einfach hier in den Support-Channel. Wenn da jemand reingeht, im Normalfall kriegen dann alle die direkt eine Benachrichtigung, dass sich da einer eingeloggt hat. Ich kann es euch auch mal zeigen hier. Verbinden. tscc-sw.de. Nehmen wir mal Testopfer. Und gehen als Testopfer rein. So. Neuen Tab verbinden. Connected. So, jetzt seht ihr, wenn ich jetzt hier reingehe, ich mache jetzt mal kurz den Bot, den mute ich jetzt mal schnell. So, Channel switched. Jetzt gehe ich hier rein. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, müsste ich normalerweise eine Mitteilung kriegen. Also ihr kriegt dann die Mitteilung und ich kriege dann normalerweise, kriege ich eine Mitteilung, dass jemand in den Channel gejoint ist.
und sowas braucht. Also wir kriegen normalerweise kriegen wir hier dann immer eine Benachrichtigung, dass also jeder, der im Team ist, kriegt dann Mitteilung, dass Disconnected. ja, dass eben einer von euch da. Ah, ich weiß warum. Ich habe den, weil ich einen Bot gemutet habe. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht geht's jetzt da. Verbinden einen neuen Tab. Connected. Machen wir Sound hier mal den muted. Ton aus. Channel switched. Dann join ich hier rein. So. Jetzt kommt, kriegt ihr die Nachricht und ich krieg. Scheiß, ich krieg wieder keine Nachricht. Wahrscheinlich, weil ich jetzt mein Testopfer reingehe. Das ist eine. Und wahrscheinlich. Das erkennt es wahrscheinlich, dass das von mir herkommt. Aber im Normalfall würde ich eine Nachricht bekommen, dass ihr hier reingejoint seid in den Support. Das ist eigentlich die schnellste, effektivste Lösung, wie ihr am schnellsten die Möglichkeit habt. Mit uns Kontakt aufzunehmen oder welche Möglichkeit es auch gibt. Ihr geht einfach hier oben in den Bewerbungsgesprächschannel oder so. Allerdings, wenn euch, da werden wir nicht verständigt. Also das Einfachste ist eigentlich hier einfach in den Support offen Dings da reinzugehen. Und ja, im Normalfall habt ihr es da am einfachsten. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wenn ihr sagt, ja gut, ich vertraue jetzt nicht unbedingt auf die Spätfahr-Sache, sondern will das direkt machen. Habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schreibt diese E-Mail-Adresse hier an. Oder ihr schreibt diese E-Mail-Adresse hier an. Dann kriegen wir hier direkt eine Mitteilung hier in unserem Interface. Da können wir uns, ich logge mich jetzt mal einfach als Support ein. Dann kriegen wir hier normalerweise eine E-Mail. Hier rein. Der und der hat sich beworben. Und ja, dann, also ihre Bewerbung wird dann hier reingespeichert. Normalerweise müsste mittlerweile auch jede E-Mail-Adresse, also jeder Anbieter gehen. Ja, das ist dann eigentlich soweit, dass ihr überhaupt bei uns fahren könnt. Bei uns ist es dann so in der Spedition. Ihr fangt bei uns, Personal, ihr fangt bei uns hier mit, wo haben wir's? Da. Fahrerprobezeit startet ihr. Wenn ihr dann eine gewisse Menge gefahren habt und man sieht, okay, das ist ein Fahrer, der ist aktiv, dann werdet ihr aufgestuft auf Fahrer. Da ist natürlich dann auch ein bisschen mehr Gehalt drin. Dann irgendwann, wenn ihr weiter gut fahrt, kriegt ihr Bronze-Rang. Da ist wieder ein bisschen mehr Gehalt drin. Ihr seht ja hier immer in diesem Bruttolohn. Ich zeige es euch hier nochmal schnell. Hier 1400. Da bleiben effektiv dann 802, die ihr dann auf euer Benutzerkonto überwiesen kriegt. Da haben wir 1084, wo ihr auf euer Benutzerkonto überwiesen bekommt. Da habt ihr 1400 dann. Und ja, ihr steigt halt immer weiter auf und ihr seht, ihr habt dann immer mehr, was euch bleibt, sag ich mal. Habt dann 5000 und hier. Also, das ist dann der maximale Fahrerrang und dann gibt es die Möglichkeit, das Krasse ist, müsst ihr mal vorstellen, editieren mehr als die Hälfte ab, ey. Und wenn ihr das dann soweit gefahren habt, dann gibt es die Möglichkeit, dass dann einer vom Team auf euch zukommt und sagt, möchtet ihr vielleicht Fuhrparkleitung werden oder möchtet ihr Personalleitung werden oder möchtet ihr Buchhaltung werden, weil das ist scheißegal, ihr habt in allen drei Rängen gleichen Verdienst. Und wenn ihr dann Ewigkeiten schon dabei seid und euch wirklich extrem in das Team einbringt und so, habt ihr natürlich irgendwann die Möglichkeit, hier hinzukommen. Kriegt er noch ein bisschen mehr. Wobei das ist ein bisschen zu wenig. Das erhöhe ich jetzt mal ganz kurz schnell, kurzerhand, auf 7500. Ja, und wenn da irgendwann die Spedition groß genug ist, könnt ihr auch noch Geschäftsführer werden und da habt ihr natürlich das absolute Bonus losgezogen. Weil dann kriegt ihr eben so Haufen. Ja, Erklärung zu SpätV. Ihr dürftet haben Aufträge, glaube ich. Den Reiter dürftet ihr haben. Und ihr dürft den Reiterfahrten haben. Ich glaube, diese beiden habt ihr auf jeden Fall. Das bin ich mir ziemlich sicher. Und den Geldreiter dürft ihr noch haben, weil ihr müsstet ja auch euer eigenes Geld sehen. Ihr seht ja jetzt hier, haben wir jetzt ein bisschen ein Plus. Ich habe durch die lange Zeit, wo wir jetzt schon die Späti haben. Ich glaube, die gibt es jetzt schon seit. Weiß jetzt gar nicht, wie lange gibt es denn die Späti schon mal runter? Seit 22. Februar und da kriegt man ja immer wieder mal Geld. Oder ist das einfach nur. Ach so, warte mal, ich muss ja hier den Zyklus ändern. Dann ändern wir mal jetzt auf wo es die Späti noch gar nicht gab. So. Und dann seht ihr ja,
Jetzala. Ja, die Spätvorsoftware, die spackt man mir, beziehungsweise ihr seht ja, mit so kleine Mikro-Dinger halt, Mikro-Lags. Ihr seht ihr, Montag, 25. Dezember, also direkt an Weihnachten, haben wir die damals gegründet, die Spedition. Und dann habe ich immer wieder mein Geld bekommen und deswegen habe ich eben jetzt auch schon so viel. Allerdings, ich überlege gerade, ob ich die ganze Zeit schaue, ob ich 100.000 auf die Spedition überweise. Ich finde es geil, die haben das jetzt so gemacht, dass hier jeder seine Kontonummer hat. Also hier gibt es die Kontonummer. Und dann kann man das richtig realistisch überweisen. Da gibt es dann auch, wenn man hier auf Details geht, dann sieht man sogar, wo was passiert ist. Hier Siros Kontonummer zum Beispiel, meine Kontonummer, Tigerpanzers Kontonummer, Amodaros Kontonummer, die von der Firma. Da seht ihr ja, dann hat wirklich absolut alles, was das da gibt, hat eine Kontonummer. War klar, Spätvorsystem hat dann natürlich 0001. Ja, da seht ihr natürlich dann, was ihr an Kohle habt und euer Geld, was ihr verdient habt. Das könnt ihr, wenn ihr dann, mal kurz warten, so, könnt ihr dann hier unter den Reiter Inventar, könnt ihr dann euch hier irgendwas kaufen, zum Beispiel. Ich aktuell spare ja hier drauf. Denk mal, das soll ich mir kaufen oder zumindest das Häuschen in Grünen oder so. Keine Ahnung. Das ist natürlich auch wieder lustig. BWM, PS4. Oder hier Samsung, Yamaha. Das weiß ich leider nicht, was das sein soll. Von der Marke. BMW natürlich. Das heißt wahrscheinlich App. Edison. Ja, da weiß ich auch nicht, was das für Marke sein soll. 2 plus 5. Das weiß ich auch nicht. Und das wird wahrscheinlich so eine iPhone-Verarsche sein. Ich kann es euch mal zeigen hier mit diesem Samsung da. Weil ich ja Samsung-Fan bin, kann man einfach kaufen. So, zack, Objekt wurde gekauft. Kann ich die Nummer kaufen, oder? Lol. Und jetzt habe ich hier mein Handy. Und das kostet mich jetzt im Monat. Kostet mir das jetzt 40 € für den Handyvertrag wahrscheinlich. Und der Fahrt, da seht ihr dann, was ihr hier, da steht dann hier eure Anhänger und so weiter drin und alles. Die genauen Daten von eurer Fracht und so. Hier oben zeigt es euch dann auch mal an, wenn jemand anders online ist. Und ihr könnt auch dann, wenn ihr sagt, okay, ich habe euch jetzt mal meine eigenen Frachten sehen, geht ihr auf Benutzerstatistik und dann seht ihr auch hier, was ihr da eingefahren habt. Zum Beispiel. Und ihr seht dann auch, wie viele Liter ihr verfahren habt, wie viele Kilometer ihr gefahren seid. Dann seht ihr auch zum Beispiel an euren aktuellen Spritverbrauch im Durchschnitt. Alter, schaut euch das mal an, Alter, was der für einen Spritverbrauch hat. Krass. Bin ich wieder einer der Spitzenreiter. wobei ich sagen muss, die Leute mit Handschaltung, so wie ich erfahre, mit Haarschaltung, da haben weniger Spritverbrauch als die Automatik. Und ja. Das ist jetzt mal soweit die Erklärung zum Spät-V. Und ja, so, ich denke mal, das war dann soweit das alles. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren kontaktieren. Ihr könnt auch dann gerne auf unserem Teamspeak kommen. Kann man euch da auch vielleicht ein bisschen helfen. Falls ihr jetzt die E-Mail-Adressen nicht mehr wisst oder keinen Bock habt, zurückzuspulen. Im Normalfall, die werden auch im Laufe der nächsten Zeit noch hier bei www.cc-sw.de auf unserer Homepage werden natürlich die Ach ja. Ein W zu wenig. Und dann mault er schon gleich rum. So, Erzähler. So, er lädt, er lädt, er lädt. Da wird wahrscheinlich. Ah, hat Tigerpanzer sogar schon gemacht. Sehe ich da, dann ist hier sogar oben schon unsere Kontakt-E-Mail-Adresse. Da könnt ihr euch dann so durchgucken. Es gibt übrigens auch ein Forum. Da werden auch noch speditionstechnisch noch welche Sachen reinkommen hier von uns. Hier in unserem Forum. Da könnt ihr dann. Haben wir natürlich auch unseren Hosting-Provider mal hier ein bisschen Werbung für ihn gemacht mit drin. Weil der ist echt geil, mit dem kann man echt, ja, der macht echt Spaß. Und da gibt es dann solche kleinen Minispiele da, ne, da zum Beispiel und halt Informationen und so weiter und so fort. Und da wird dann extra noch ein Reiter kommen mit Spedition hier, so als Reiter und da kommen dann die Speditionssachen rein. Könnt ihr euch einfach registrieren, ganz easy. Habt ihr euch. Stimmt einfach zu, ne?
Und dann halt euren Benutzernamen und euer Passwort, euer E-Mail, dann den Scheiß da und den Sichtungsschutz da und ja. Dann haben wir hier noch die Sicherheitsfrage und dann könnt ihr eigentlich die Registrierung abschließen, E-Mail bestätigen und dann kommt ihr auch schon rein. Ihr natürlich kommt gleich rein, weil ich bin natürlich logischerweise bin ich ja Admin, ist ja klar. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch schon unsere aktuellen Dinger drin. Hier Moderator, Admin, Admin und so weiter. Ist alles drin. Und da kommt ihr natürlich, dann wird ihr hier auch angezeigt. Ihr könnt auch dann miteinander schreiben und so. Das kommt alles auf jeden Fall hier noch dazu. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall auch mit uns auch ein bisschen in Kontakt treten. Wenn ihr mal so Interesse habt, wer aus dem Team so aus dem Team ist, da könnt ihr auch gerne hier mal das Team durchgehen. Da sind auch die ganzen YouTuber von uns mal vermerkt. Ja, Minecraft haben wir jetzt zum Beispiel auch schon ein paar Bilder drin, galeriemäßig ein paar Bilder drin. So von unserem Minecraft-Server, seht ihr ja hier. Alles Mögliche. Und wenn ihr auch Partner werden wollt, wir haben ja auch die Möglichkeit, wenn jetzt irgendwelche Sponsoren das Video gucken sollten, haben wir auch die Möglichkeit, dass man bei uns Partner wird. Wenn wir dann etwas größer sind, ist das natürlich auch für mich ganz gut. Haben wir natürlich jetzt auch wieder unseren Ding, unseren Provider drin, wo wir unsere Root-Server stehen haben und haben wir sogar hier noch ein paar spezielle Codes für euch. Also wenn ihr euch sagt, hey komm, wir wollen ein bisschen das unterstützen, dann geht einfach hier auf das Banner, klickt drauf und dann kriegt ihr nämlich hier auch ein bisschen, bisschen Rabatt. Und ja, hier könnt ihr noch ein bisschen die Geschichte einlesen. Also ihr habt das so allgemein noch so eine kleine Info über uns. Und wenn ihr dann Minecraft-Server spielen wollt, könnt ihr das natürlich dann auch bei uns tun. Geht einfach hier auf Minecraft und da wird euch dann erklärt, wegen dem Beta-Zugang, wie das funktioniert. Wir haben natürlich auch einen Discord-Server. Für die Leute, die kein TeamSpeak nutzen, einfach hier draufklicken und ihr kommt direkt zum Discord-Server von uns und könnt dann direkt euch mit dem Discord-Server verbinden. TeamSpeak ist hier auch nochmal mit drauf. Also falls für die Leute, die in TeamSpeak die IP-Netz einfach hier da, kommt ihr auch drauf. Wobei ich sehe, dass da noch die alte IP drin ist. Und unser altes Logo, das müssen wir noch aktualisieren zum Beispiel. Manchmal sind wir da ein bisschen hinterher. Und da seht ihr es jetzt hier zum Beispiel Close Beta, bla bla bla. Ne, das Erwerben, das ist jetzt nicht käuflich, also ihr könnt kriegt natürlich eurem im Beta Key kriegt ihr natürlich kostenlos, verständlich, selbstverständlich. Jetzt am Anfang vor allem, später kann es vielleicht sein, dass das ein bisschen was kosten wird, aber ich denke mal eher weniger. Ich denke mal eher, wir werden das mit dem Beta wirklich so machen, dass das kostenlos ist. Wenn ihr den Key habt, dann müsst ihr auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, einen Join-Versuch auf dem Server machen. Auf den Server, ich schreibe es euch mal hier oben hin. mc.cc-sw.de. Im Endeffekt ist das bei uns eigentlich immer so, die IP. Und dann könnt ihr, da müsst ihr einmal drauf joinen, dann kriegt ihr auch die Mitteilung, dass ihr den Key braucht. Weil sonst kennt euch der Server nicht. Und wer das Server euch nicht kennt, könnt ihr euch hier natürlich nicht registrieren. Dann gebt ihr hier euren Beta-Key ein, den ihr dann erhalten habt. Einfach reinkopieren und dann euren Spielernamen. Dann macht auch freischalten und dann seid ihr sozusagen auf dem Ding freigeschalten. Hier steht auch nochmal die TeamSpeak-IP. Also ist auf jeden Fall alles fix. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dann trotzdem ein bisschen helfen, ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen euch aufklären. Auch mal ein bisschen so über CCSW halt. Und ich hoffe, das hat euch da alles in einen gefallen. Ich werde auch demnächst noch ein kleines Video machen von so einer Art Netz, also YouTube-Netzwerk, wo ich machen möchte. Komplett kostenlos natürlich, wo man einfach sich ein wenig dann austauschen kann, miteinander vielleicht das ein oder andere Video drehen kann und so weiter. Da wird wahrscheinlich auch noch was kommen. Das ist dann, kann ich euch mal ganz kurz hier zeigen. Ich habe jetzt hier so über kostenloses Netzwerk aufgemacht. Will das dann später auch kostenpflichtig machen und da könnt ihr dann euch theoretisch halt auch registrieren. Aber da kommt genaue Erklärung dann wann anders drüber. Dann hätte ich gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, wenn euch das Tutorial weitergeholfen hat. Und vielleicht findet sich der ein oder andere Zuschauer, Abonnent auch bald in der Spedi wieder bei uns.
Aber wir suchen natürlich weiterhin aktive Fahrer für unsere Spedition, weil die mussten wir jetzt erst vor kurzem wieder neu gründen durch eben diese lange Inaktivität von uns. Sind leider alle Fahrer soweit abgehauen. Wir haben jetzt, glaube ich, aktuell nur 4 Member. Ich glaube, wir haben jetzt den Amodato, der wird jetzt demnächst aufgestuft, weil der war früher schon mal da. Dann eben unseren hier Zero, unseren Butterbrot TV und eben mich und Tigerpanzer. Sind wir sogar 5. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, egal wann ihr das Video angeschaut habt. Und hoffe es, ich konnte euch, wie schon gesagt, ein bisschen weiterhelfen. Ich werde demnächst übrigens mehrere Videos machen, also so Tutorials und so kleine Infovideos oder sowas. Weil, wie schon gesagt, Streamen geht mit dem PC nicht, das wisst ihr ja. Das ist halt nun mal ein Schrott-PC momentan. Und ich weiß leider immer noch nicht Bescheid, wie es jetzt mit meinem anderen PC ausschaut. Dann, wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.